Herzlich willkommen bei Scholas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar, dass immer wieder eine Seele zu mir findet, die sich angezogen fühlt von der Leuchtkraft meiner Bilder und sagt, ja, ich möchte das auch. Ich möchte auch ein Bild, ein Kraftbild, dass ich mehr Kontakt zu meiner Seele finde und zu dem Weg, den ich gehen möchte. Und mit dieser Seele, für die dieses Bild entstanden ist, hatte ich einen sehr, sehr schönen Austausch. Ich habe wirklich super schönes Gespräch gehabt mit ihr und bin auch schon eine ganze Weile mit ihr verbunden über Facebook. Und ich bin immer wieder berührt für dieses Vertrauen, was mir entgegengebracht wird. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Wie so ein Bild entsteht, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Meistens ist es so, dass ich eine Stunde mit demjenigen spreche, entweder am Telefon oder Videocall oder einfach nur ein normales Gespräch am Telefon und treffe mich auch manchmal mit diesen Menschen. Und wir sprechen wirklich eine Stunde ziemlich intensiv über alles, was uns so bewegt, vor allen Dingen was diese Seele jetzt so bewegt. Und ja, danach setze ich mich normalerweise an den Maltisch und fange an zu pinseln und gucke einfach wirklich, was braucht es, was braucht es, was tut gut. Und weil ich bin dann ja eingeklinkt in die Energie dieses Menschen. Und bei ihr war es halt so, dass ich wirklich überlegt habe, was mache ich jetzt? Aber ich habe gespürt, nee, da ist noch nicht Malen angesagt. Ich bin ganz schön erschöpft und ich habe erstmal ihre Erschöpfung gefühlt. Und am nächsten Tag konnte ich dann loslegen, weil ich geträumt habe. Ich war im Traum in einem Märchenland und da ist mir dieses zauberhafte Wesen entgegengekommen. Und das ist für sie gekommen, für diese Seele, für die ich gemalt habe. Der Fuchs. Und ich bin dann erstmal so, dass ich es einfach male und gucke, was da einfach noch an Farben und an Fliesen sein soll. Und beschäftige mich dann natürlich auch mit dem Fuchs, mit dem Krafttier und was es einfach sagen möchte, dieses Bild. Und dann entsteht auch die Botschaft dazu. Und der Fuchs ist ein ganz besonderes Krafttier. Der vielleicht, ja, viele kennen das, dass er klug und weise ist, aber der Fuchs hat noch eine ganz besondere Gabe. Der findet Wege, seine eigenen Wege und nicht so, dass er sich großartig durchsetzen muss, sondern er ist sehr kreativ in seinem Wesen, leicht und fein, magisch findet er seinen Pfad. Und das ist halt auch der Bote, der hier sagt, finde einen neuen Pfad für dich und handle einfach mal anders, als du es sonst immer tust. Wir haben ja alle unsere Muster in uns und Vermeidung und Schutz für unser Herz. Und dann ist es mal ganz gut zu sagen, nee, ich mache es jetzt mal ganz andersrum. Und ich probiere es mal neu und ich bin einfach so, dass ich mich darauf einlasse, einfach auszuprobieren, kreativ zu sein mit dem, wo ich hin möchte, was ich möchte. Und darin steckt es wirklich die Erlaubnis, mir die Erlaubnis zu geben. Ich darf jetzt mal auch einen anderen Weg gehen. Ich darf das. Ich darf mich einfach mal neu erfinden. Und darum geht es in diesem Bild. Und es passt natürlich wieder wunderschön in unsere neue Zeit. Wir haben alle jetzt so dieses Bedürfnis, wirklich nochmal zu prüfen, zu gucken, ist es richtig so mein Leben? Fühle ich mich lebendig genug? Das Leben hier ist begrenzt. Ich möchte einfach glücklich sein und ich möchte mich einfach dahin bewegen, was mich einfach ausmacht, warum ich hier bin auf diesem Planeten. Und ja. Und das ist hier entstanden, und zwar der Bote der Erlaubnis. Und wie das so ist mit dem Erlauben, das kannst nur du selbst. Nur du kannst dir erlauben. Warte nicht darauf, dass es dir jemand anders erlaubt.
Nur du kannst sagen, ja, ich will leben. Ich will glücklich sein, hier und jetzt. Und darum geht es in diesem Bild und in der Botschaft. Bote der Erlaubnis, neue Wege gehen. Geliebte Seele, ich komme als dein Freund. Steh dir zur Seite, was du dir erträumt. Ich bin der Fuchs aus dem Märchenland, listig, gewitzt und wortgewandt. Helfe dir, deinen Pfad zu finden, dich aus der alten Verstrickung zu winden. Du tapfere Seele, ich bin jetzt da. Mein Blick in dein Herz ist hell und klar. Da ist so viel Liebe und Lebenslust. Bist du dir deiner Stärke bewusst? Dein feiner Bote, er lädt dich ein. Feier dein ganz besonderes Sein. Im Wort erlauben steckt das Loben. Und schon wird deine Frequenz angehoben. Erlaubnis kann dir keiner erteilen. Gibst dir das Ja, dein Herz kann heilen. Erlaube dir, deinen Raum zu nehmen. Schau sie dir an, deine Lebensthemen. Sei ehrlich zu dir, was darfst du wandeln? Nicht immer nach gleichem Muster handeln. Drücke dich aus, bist frei zu gestalten, brauchst nicht mehr irgendwas auszuhalten. Erfinde dich neu, erlaub dir zu leben, fühl dich geborgen im Geschichtenweben. Verbinde dich jetzt mit deinem Boten, verbieten ist dir ab heute verboten. Erlebe dich neu, probiere dich aus, vertrau deiner Seele, sie kennt sich aus. Und Liebe, sie ist so oder so. Erlaubst dir zu leben, ist Seele froh. Deine Schola. Ja, ha, es macht Spaß, sowas zu malen und zu dichten. Ich kann euch nur empfehlen, auch ein Seelenbild zu bestellen bei mir. Weil das gibt einfach nochmal so einen Rückenwind, nochmal so einen Tritt in den Hintern auch, um wirklich diese neuen Wege zu gehen und zu schaffen, dass wir hier glücklich und lebendig sind. Und wenn dir dieser Kanal gefällt, hast du ja wohl hoffentlich schon abonniert. Ich sehe immer wieder, es sind irgendwie 25% von den Menschen, die einfach hier sich diese Videos angucken, die aber nicht abonnieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mich da unterstützt mit einem kleinen Abo und natürlich auch gerne ein Kommentar, ein Like, wie auch immer. Erlaube dir und gib mir ein Like. Ich erlaube dir und verbieten ist verboten. Das fand ich auch so schön in dieser Botschaft. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Bis dahin. Deine Schola.